Herzlich willkommen bei Slevin Stream Sport. Wir spielen wieder Cycling Manager und wir reisen nach Frankreich. Es ist zwar noch nicht Tour de France, aber wir fahren Paris-Nizza. Wir schauen uns vor der Nominierung erstmal die Rundfahrt an. Und da werden wir zu sehen bekommen, dass es doch einige Sprintankünfte geben wird. Nämlich gleich zum Auftakt wird es wahrscheinlich zu einem Massensprint kommen. Wir sehen allerdings auch ein neues Feature bei diesem Cycling Manager. Denn hier und hier sehen wir zwei Windkanten. Dort wird also die Möglichkeit herrschen, mit viel Tempo im Hauptfeld Lücken zu reißen. Und natürlich werden wir das mit Bora Hansgrohe direkt versuchen. Auf der zweiten Etappe gibt es erneut eine Windkantenmöglichkeit und vermutlich erneut einen Massensprint. Die dritte Etappe ist ein Zeitfahren. Die vierte Etappe ist dann eine, ja, ich würde sagen, Bergankunft, wobei der Berg nicht zu lang ist. Also die Etappe wird hier auch als Hügeletappe eingestuft und genauso würde ich das auch sehen. Wahrscheinlich können Fahrer wie Maximilian Schachmann hier noch mithalten. Danach kommt eine Etappe, die vielleicht etwas für Ausreißer ist. Die zwei Hügel könnten einen Massensprint verhindern und natürlich die Windkante vor diesem Drittkategorieberg. Die sechste Etappe ist dann erneut eine hügelige Etappe, wobei es hier schon relativ hoch hinausgeht. Also da bin ich gespannt, ob Fahrer wie Maximilian Schachmann mithalten können. Am Ende ist es dann wieder eine Etappe, die Fahrern wie unserem Maxi natürlich liegen. Die siebte Etappe führt nach La Colmian und ist natürlich eine klassische, knallharte Bergankunft. Nur 111 Kilometer lang, aber in der Kürze liegt die Würze. Im Radsport stimmt das definitiv, denn je kürzer die Etappen sind, desto heftiger werden sie ausgefahren. Und hier können wir definitiv davon ausgehen, dass nur echte Bergfahrer vorne sein werden. Ich fürchte schon fast, dass das für Maximilian Schachmann zu hart sein wird, denn ihn werden wir natürlich nominieren. Er hat in echt in den letzten 2 Jahren diese Rundfahrt gewonnen. Wir werden ihm die Chance geben, das erneut zu tun, aber aufgrund der siebten Etappe sehe ich da eigentlich schwarz. Die achte liegt ihm eigentlich wieder, das ist die letzte Etappe, eine hügelige Etappe, wo es hier vielleicht zu einem Sprint einer dezimierten Gruppe kommen könnte, wenn nicht Ausreißer durchkommen. Also, ich würde nochmal zusammenfassend sagen, bis auf Etappe 7 ist das eine Sache für Maxi Schachmann. Ansonsten müssen wir mal schauen, ob wir hier unseren Kapitän mit drüber bringen können oder ob wir noch auf eine Alternative setzen. Denn wir nominieren für die Berge Lennart Kemner. Er hat einen Bergwert von 78, könnte daher auf dieser siebten Etappe durchaus unser Captain sein. Patrick Konrad und Maxi Schachmann haben einen Bergwert von 76. Mit einer guten Tagesform für Maxi Schachmann und Patrick Konrad ist auch für sie was möglich. Auf diese drei wollen wir uns in puncto Gesamtwertung konzentrieren. Wir werden sie alle drei schützen und hoffen, dass einer von ihnen auf der siebten Etappe dann eine gute Form hat, denn dort wird natürlich die Gesamtwertung entschieden. Ansonsten mit dabei haben wir Peter Sagan mit seinen zwei treuen Helfern Nils Polit und Daniel Oss. Diese beiden werden ebenso wie Maciej Bodnar dafür sorgen, dass es zu einem Massensprint kommen wird ab und an. Und wir haben auch gesehen, es gibt durchaus einige hügelige Etappen, wo die Mas wo die, wo die klassischen Sprinter nicht mitkommen, aber wo ein Peter Sagan keine Probleme haben dürfte. Das ist unsere Truppe und mit der gehen wir jetzt ins Rennen. Das Rennen läuft bereits und wir können uns mit Blick auf die linke Seite wirklich glücklich schätzen, denn wir sehen 6 von 7 Fahrern im grünen Bereich und nur einer hat eine Null. Kein einziger hat eine Minus. Zahl. Das heißt also, wir haben wirklich richtig gute Form. Vor allem unser Captain Peter Sagan hat das wahrscheinlich bitter nötig, denn die zwei Windkantengegenden, nenne ich es mal, werden es wirklich in sich haben. Wir sehen hier, das sind dem Wind ausgesetzte Zonen. Das bedeutet, links und rechts der Straße sind keine Wälder, keine Städte, keine Felsen und Gebirge, sondern es ist freies, offenes Feld, wo der Wind so richtig durchblasen kann. Und genau das wird uns jetzt dann bald erwarten. Wir, würde ich sagen, spulen gleich vor zur ersten Windkantenszene und schauen mal, ob da ordentlich was passiert. Wir befinden uns jetzt am Anfang der ersten Windkantenzone. Wir sehen schon links unten, der Wind hat sich ganz schön verstärkt. Wir haben jetzt eine Windstärke von 35. Das wird sich vielleicht noch weiter erhöhen. Wir sehen jetzt, das Feld ist schon gerissen. Wir sind vorne mit unseren 7 Mann.
Hier wird schon gewartet. Also von Quickstep scheint der Captain hinten zu sein. Natürlich könnten wir jetzt hier das Tempo machen und für weitere Lücken im Hauptfeld sorgen. Das Problem ist nur, es ist noch sehr weit bis zum Ziel. Über 125 Kilometer sind noch zu fahren. Da macht es keinen Sinn, jetzt schon alles auf eine Karte zu setzen. Wir schonen jetzt erstmal unsere Kräfte, aber bei der zweiten Windkantenszene, da wollen wir mit dabei sein. Denn hier könnten wir das Tempo erhöhen und anschließend bei diesem hügeligen Terrain den ein oder anderen klassischen Sprinter abhängen und im Ziel dann mit unserem Peter Sagan die Etappe gewinnen. Der hat eine gute Form, der hat richtig Bock und ich glaube, wir haben eine gute Chance, heute als Sieger hervorzugehen. Wir befinden uns nur noch wenige Kilometer vor der zweiten Windkantenzone und bauen jetzt unseren Zug auf. Vorne sind noch drei Mann, aber die werden sowieso wieder gestellt. Die sind keine 2 Minuten mehr vorne. Das Hauptfeld ist fast noch geschlossen zusammen. Nur ein paar wenige Fahrer sind hinten rausgefallen. Aber das wird sich jetzt ändern, denn wir fahren jetzt noch durch dieses kleine Städtchen und dann geht es hier richtig zur Sache. Wir sehen schon diese offene Gegend hier. Da wird der Wind jetzt ordentlich durchblasen. Noch haben wir Windstärke 19, aber das wird sich jetzt gleich rasant erhöhen. Jetzt geht's los auf über 30 und wir sorgen jetzt hoffentlich dafür, dass im Hauptfeld einiges passiert. Hier sehen wir schon erste Risse und das soll noch schlimmer werden, denn wir haben mit Bodnar, Oss und Pollitt wirklich drei echte Trettiere für die Ebene mitgenommen. Auch aus diesem Grund. Sie beschützen natürlich Konrad, Sagan, Schachmann und Kemna. Ganz vorne kann uns nichts passieren. Hier ist schon einiges gerissen. Jetzt heißt es aber, 45 Kilometer vor dem Ziel das Ganze durchzuhalten. Denn was hilft es uns, wenn wir hinten jetzt den ein oder anderen Sprinter oder Klassementfahrer abgehängt haben, aber wir können das bis zum Ziel nicht durchhalten? Deswegen müssen wir jetzt schauen, dass wir uns die Kräfte richtig einteilen. Bodnar ist schon ziemlich am Ende, aber wir werden ihn jetzt noch ein Stückchen fahren lassen, bevor dann Daniel Oss übernimmt, der jetzt schon mal die Verpflegung zu sich nimmt und die Führung mit, sagen wir mal, 87 übernehmen darf. Bodnar versuchen wir nochmal an Kemner hinten dran zu hängen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert oder ob das Tempo für Bodnar jetzt dann zu hoch sein wird. Auf jeden Fall haben unsere Leute durch die gute Tagesform natürlich überhaupt kein Problem, hier dran zu bleiben. 50 Mann sind noch in unserer Gruppe. Ganz vorne immer noch die drei, aber ihr seht schon, der Rückstand ist von 2 Minuten auf 40 Sekunden gesunken und wir werden die Leute bald einholen. Wir blicken mal ein bisschen größer auf das Profil und sehen, dass die Windkante noch weiter geht bis über die Bergwertung hinweg auf der Hochebene. Und da werden wir richtig hochbrettern. Denn sollte hier jetzt noch ein Sprinter mit dabei sein, wollen wir den natürlich hier bei diesen beiden Bergwertungen noch loswerden, damit wir im Ziel mit Peter Sagan dann leichtes Spiel haben. Die 50 Mann halten sich noch gut in der Gruppe. Hinten sehen wir aber, der ein oder andere hat noch Probleme. Da wird es gleich nochmal reißen. Davon bin ich überzeugt. Spätestens, wenn es jetzt bergab geht und nachher wieder hochgeht, da werden wir mit Nils Polet und nachher mit Patrick Konrad vielleicht sogar richtig nochmal einen oben drauf setzen. Und dann bin ich gespannt, wer da noch mitfahren kann. Maciej Bodnar auf jeden Fall nicht. Den lassen wir jetzt ein bisschen schonen und erholen. Das hat er sich verdient. Er hat gute Arbeit geleistet. Wir schalten wieder nach vorne und lassen gleich Nils Polet, Daniel Oss die Arbeit übernehmen. Klicken hier auf die Führungsarbeit. Daniel Oss hat seinen Job getan, darf sich jetzt auch ausruhen. Und jetzt wird kurz vor der Bergwertung Nils Polit übernehmen und versuchen, nicht nur die Ausreißer einzuholen, sondern vor allem die ein oder anderen Fahrer noch loszuwerden. Denn hier in der Hochebene ist nochmal ordentlich Wind angesagt. Der erste Ausreißer wird jetzt gestellt mit dem deutschen Zimmermann. Nils Polit ist jetzt auch ein bisschen platt. Aber er muss noch etwas durchhalten, denn es sind noch 28 Kilometer und so früh können wir nicht Patrick Konrad das Zepter überlassen, denn das ist ja eigentlich ein Mann, mit dem wir auch auf die Gesamtwertung schielen. Dementsprechend wollen wir Patrick Konrad eigentlich noch nicht einsetzen. Der letzte Ausreißer wird gestellt mit dem Kasachen Fedorov und dann sind es im Hauptfeld noch 40 Mann, wobei er sicherlich gleich durchgereicht wird, ebenso wie sein Begleiter Georg Zimmermann, der noch im Hauptfeld steckt, aber die beiden werden auf jeden Fall gleich abgehängt werden. Und dann haben wir jetzt sogar nur noch 35 Mann vorne. Und das wäre natürlich stark. Jetzt nur noch 30.
Also unser Ziel muss sein, nicht nur diese Etappe zu gewinnen mit Peter Sagan, weil wir die besten Sprinter vielleicht schon distanziert haben, sondern wir wollen auch den ein oder anderen Fahrer, der in der Gesamtwertung gefährlich ist, heute schon distanzieren, sodass wir dann im Gebirge vielleicht mit Kemna, Schachmann und Konrad, einer von ihnen wird hoffentlich gute Form haben auf der siebten Etappe, dann vielleicht sogar die Rundfahrt gewinnen können. Das steht noch in den Sternen, aber klar ist schon jetzt, dass wenn nur diese 30 Mann vorne ankommen, wird der Gesamtsieger dieser Rundfahrt auch von dieser Gruppe kommen. Das ist klar. Denn die anderen werden heute einige Minuten verlieren. Wir sehen schon, hier sind richtig viele Gruppen hinten abgehängt. Bodnar sehen wir hier ganz weit in der Ferne. Aber jetzt müssen wir kurz wachsam sein. Denn die Mannschaft, der König Quickstep, hat jetzt das Tempo noch einmal erhöht. Morkov, Askren und Cavagna fahren hier vorne. Wir schauen gleich mal, wer von Quickstep vielleicht sogar noch dabei ist. Oder sind das die drei? Ich denke, das sind die drei einzigen, die sie noch haben. Und das ist für uns völlig in Ordnung, denn Nils Polit ist völlig platt. Den werden wir jetzt auch zurückschicken. Da kann sich schön erholen, während die anderen Fahrer sich gegenseitig ein bisschen beschützen. Und wir hoffen jetzt sogar, dass Quickstep das Tempo hochhält. Denn nur dann bleibt es bei diesen 29 Mann, gleich 28, weil Polit hinten rausfallen wird. Würde jetzt vorne das Tempo einschlafen, weil wir nicht mehr fahren können, würden die ganzen abgehängten Fahrer wieder herankommen. Und einen Kokar zum Beispiel wollen wir nicht dabei haben, denn das ist ein guter Sprinter. Der könnte die Etappe noch Sagan streitig machen und das wollen wir nicht. Deswegen ist es sehr, sehr gut für uns, dass Quickstep jetzt das Tempo übernommen hat. Auch wenn wir sehen, dass Murkoff und Askren auch schon ganz schön am Keuchen sind. Nils Polit ist sogar noch in der Gruppe. Der kann jetzt noch mal kurzzeitig das Tempo hochnehmen. Noch einmal ein bisschen das Tempo erhöhen, damit hinten die Fahrer nicht mehr rankommen. Wir wollen, vielleicht schaffen wir es sogar, dass am Ende nur 20 Mann ankommen gemeinsam. Nils Polit noch mal mit einem Effort, aber lange kann er jetzt nicht mehr durchhalten. Wir wollen aber auch die anderen Fahrer nicht opfern. Das ist klar. Wir wollen jetzt nicht einen Patrick Konrad opfern und ihn dann am Ende 1 oder 2 Minuten verlieren lassen, nur damit wir den einen oder anderen Sprinter nicht mehr herankommen lassen. Wir wollen nichts riskieren in Sachen Gesamtwertung. Aber das sieht gut aus. Nur noch 9 Kilometer. Nils Polit fährt noch vorne, obwohl er schon ziemlich kaputt ist. Aber die anderen Fahrer sind noch fit. Die werden es schaffen, zeitgleich mit dem Sieger ins Ziel zu kommen. Hoffentlich mit dem Sieger Peter Sagan. Da müssen wir jetzt dann gleich unseren Sprintzug aufbauen. Deswegen drücken wir noch einmal Pause und stellen unseren Sprintzug auf. Ich denke, dass Schachmann der zweitbeste Sprinter sein dürfte. So sieht's aus. Dementsprechend wird er für Sagan den Sprint anziehen. Und davor haben wir Kemna und nochmal davor haben wir Konrad. Die sollen sich jetzt in dieser Reihenfolge hinter Nils Polit einreihen. Und dann wird Patrick Konrad gleich das Finale eröffnen. Der Österreicher wird nochmal einen oben draufsetzen und vielleicht sogar noch den ein oder anderen Fahrer abhängen können, was natürlich wirklich traumhaft wäre. Denn 29 Mann sind schön und gut, aber stellt euch mal vor, es wären nur noch 10 Leute am Ende. Das wäre doch richtig stark. Polit darf sich jetzt wirklich ausruhen. Der hat wirklich sehr starke Arbeit geleistet und jetzt kommt Konrad und wir sehen schon, wie es nochmal droht zu reißen. Nur noch 4 Kilometer. Wir sind in einer hervorragenden Ausgangsposition. Wir können hier jetzt richtig Vollgas geben. Konrad fährt mit 99 an der Spitze und wir sind wirklich gespannt, ob das am Ende für den Etappensieger reicht. Jetzt sind es noch 28, weil Polit abgehängt wurde. Wir nutzen jetzt die Gelegenheit für ein schönes Foto. Denn wann sieht man das schon mal, dass unsere Mannschaft hier offensiv so schön die Tempoarbeit macht und das Feld hinten dran so klein ist? Das ist doch ein Anblick, den man gerne sieht. Aber wir wollen natürlich das Finale jetzt nicht zu lange hinauszögern, denn ich bin wirklich aufgeregt. Konrad hat jetzt seinen Job erledigt. Kemna wird jetzt übernehmen. Konrad versucht sich nochmal hinten anzudocken. Kemna wird jetzt übernehmen. Es sind ja nur noch 1,9 Kilometer. Also wir werden jetzt gleich mit Schachmann schon anfangen zu sprinten. Und Kemna darf sich da auch gerne hinten einreihen. Aber Schachmann eröffnet jetzt das Finale und Sagan soll vorbeiziehen. Ich weiß gar nicht, wen wir noch als Konkurrenten haben. Wir haben hier Pedersen, aber der dürfte keine Chance haben gegen Sagan. Und so sieht's aus. Sagan gewinnt die Etappe vor Mats Pedersen und vor Maximilian Schachmann, der damit sogar noch eine Zeitbonifikation bekommen dürfte.
Wir schauen mal, wer der erste Fahrer ist, der Zeit verliert. Das wird wahrscheinlich Patrick Konrad sein. Das ist natürlich jetzt nicht ganz nach Plan gelaufen, aber er verliert 51 Sekunden, ebenso wie Sale. Und dahinter wird es schon richtig bitter. Politik spielt in der Gesamtwertung natürlich keine Rolle, aber es wird hier den ein oder anderen Fahrer geben, der schon Zeit verliert. Wir haben hier zum Beispiel Costa, der hat sich das sicherlich anders vorgestellt. Wir haben ganz viele weitere Fahrer, die gefährlich sind. Valgren zum Beispiel, guter Fahrer auf Hügeletappen, der sich hier sicher nicht gedacht hat, dass er abgehängt wird. Wir gehen mal die ganze Truppe durch. Natürlich werden die meisten starken Fahrer vorne sein, aber Simon Carr, Berg 76, den sind wir los. Latour, Berg 74, auch den sind wir los. Die verlieren über 3 Minuten. Die werden in der Gesamtwertung überhaupt keine Rolle mehr spielen, das ist klar. Die haben wir jetzt schon aus dem Kampf um den Gesamtsieg herausgefahren. Und es wird sicher noch den ein oder anderen guten Fahrer geben. Ben O'Connor, 78 am Berg, ist schon raus im Kampf um den Gesamtsieg oder um das Podium. Und genau das war unser Ziel, dass wir das schaffen. Und gleichzeitig haben wir die Etappe gewonnen und sind mit Schachmatt sogar noch drunter geworden. Also, bis auf die Tatsache, dass Patrick Konrad 50 Sekunden verloren hat, lief die Etappe absolut nach Plan. Und damit können wir absolut zufrieden sein mit diesem Auftrag von Paris-Nizza. Wir gehen direkt rein in die zweite Etappe von Paris-Nizza und sehen auch hier eine Zone für Windkanten. Allerdings erst am Ende der Etappe, was es uns natürlich ermöglicht, wieder mit Vollgas durchzubrettern. Und genau das ist auch unser Plan. Wie zu erwarten war, ist auf dieser Etappe bislang nicht viel passiert. Wir haben gerade die zweite und letzte Sprintwertung überfahren. Es befinden sich noch 5 Ausreißer vorne, die allerdings nur einen Vorsprung von 1 Minute 20 haben und auch noch gestellt werden. Wir machen jetzt das Tempo mit Daniel Oss und versuchen gerade einen Zug aufzubauen, denn wir sehen hier, dass wir gleich die Windkantenzone erreichen und unser Ziel ist es, hier wieder voll durchzubrettern und anschließend dann direkt den Massensprint für Peter Sagan vorzubereiten. Wir hoffen uns natürlich, den ein oder anderen klassischen Sprinter loszuwerden und vielleicht auch den ein oder anderen Klassementsfahrer loszuwerden. Eigentlich das gleiche Spielchen wieder, wie es schon auf der ersten Etappe der Fall war. Bislang ist nicht viel passiert. Wir haben lediglich einen Mann verloren, aber der hat wohl wenig mit unserem Tempo zu tun. Lawless konnte dem Tempo nicht mehr folgen. Bislang ist noch kein Riss durch das Feld gegangen. Das liegt auch daran, dass die Windstärke nur bei 20 liegt und das doch relativ wenig ist. Aber vielleicht wird sie noch steigen. Aktuell haben wir Seitenwind von der linken Seite. Momentan 18. Es ist zu wenig, um hier wirklich Fahrer abzuhängen. Es scheint so, als würde diese Zone letztendlich keinen großen Effekt auf dieses Rennen haben. Das wäre natürlich schade. Aber wir legen nochmal einen Zahn zu und versuchen, irgendwo eine Lücke reißen zu lassen. Falls das nicht gelingen sollte, wäre es natürlich auch nicht zu schlimm. Wir haben unsere Fahrer ganz vorne im Feld in Sicherheit gebracht und sorgen gleichzeitig für eine Vorbereitung des Massensprints und holen die Ausreißer ein. Also wir schlagen hier gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe. Aber abhängen können wir wahrscheinlich diesmal keinen Fahrer. Jetzt übernimmt gleich Nils Polit. Wir sind natürlich deutlich zu früh dran, wenn es jetzt hier um den Massensprint geht. Aber noch haben wir die Hoffnung, dass es irgendwo reißen könnte. Vielleicht nach dieser Kurve, wenn wir nochmal einen Gang höher schalten mit Nils Polit. Wir drehen gleich mal die Kamera. Sehen natürlich ein enorm langgezogenes Feld. Und jetzt reißt es. Jetzt nach dieser Kurve. Wie geplant ist das Feld in zwei Teile gerissen. 73 Fahrer befinden sich noch vorne. Die Frage ist nur, wie lange können wir das vorne jetzt durchhalten und wie viel wollen wir investieren? Denn Patrick Konrad hat schon 57 Sekunden verloren. Ich denke,
Ihn werden wir spätestens nach dieser Etappe so ein bisschen aufgeben müssen. Aber natürlich können wir jetzt nicht Schachmann oder Sagan oder Kemna in den Wind schicken. Das wäre totaler Quatsch, denn Sagan soll die Etappe gewinnen und Schachmann oder Kemna sind unsere beiden Männer für die Gesamtwertung. Leider können wir wahrscheinlich auch Bodnar nicht mehr vorne einsetzen, aber Polit dürfte noch ein bisschen Power übrig haben und genau das machen wir uns jetzt zu nutzen. Polit wird jetzt den neuen Lokomotivführer spielen. Konrad ist fertig. Der darf sich gerne hinten einreihen, während Oss und Bodnar quasi Feierabend haben. Gibt jetzt Nils Polit noch einmal Gas. Wir wollen die Gruppe dahinter nicht mehr herankommen lassen. Das ist ganz klar das Ziel. Und wir befinden uns jetzt auch schon 6 Kilometer vor dem Ziel. Das heißt, jetzt beginnt wirklich die letzte Phase der Sprintvorbereitung und 67 Mann sind noch in der ersten Gruppe. Der Rest dahinter wird nicht mehr rankommen. Die sind viel zu weit weg. Und wir müssen jetzt auf Kemna umswitchen. Das war eigentlich nicht unser Plan. Aber anders funktioniert es jetzt nicht mehr. Weil Nils Polit einfach auch platt ist mittlerweile, muss jetzt Lennart Kemna die letzten, sage ich mal, 1,5 Kilometer fahren, bevor dann Schachmann den Sprint für Peter Sagan anziehen darf. Das funktioniert hervorragend. Der Rest hat Feierabend. Konrad versucht sich noch in der Gruppe zu halten. Das dürfte schwierig werden. Polit kann sich durchaus abhängen lassen. Das ist uns quasi völlig egal. Aber jetzt schauen wir ganz nach vorne. Kemna zieht an für Schachmann und Sagan. Wir schauen uns mal um, welche Konkurrenten wir noch haben. Wir haben hier Rick Zabel am Hinterrad von Hofstetter. Wir haben Kurt Dumoulin, Landa werden natürlich nicht mitsprinten, aber wir haben hier bestimmt noch den einen oder anderen. Mörkow hat auch keinen Sprinter an seinem Hinterrad, so wie es aussieht. Also ich sehe hier aktuell eigentlich nur Rick Zabel und vielleicht Dian Smith als Konkurrenten um den Tagessieg. Das sieht doch sehr, sehr gut aus. Wir gehen jetzt mit Schachmann an Kemna vorbei und lassen Schachmann den Sprint direkt in dieser Kurve anziehen, sodass Sagan noch genügend Zeit haben dürfte, vorbeizuziehen. Oder etwa nicht. Wir sind zu spät dran und es gelingt tatsächlich, Rick Zabel an Schachmann vorbeizuziehen. Damit gewinnt Rick Zabel vor Maximilian Schachmann die Etappe. Peter Sagan wird Dritter und wir schauen nach hinten. Sehen, dass es definitiv hier eine Lücke geben müsste. Ab Polit vermutlich. Und dann haben wieder einige Fahrer Zeit verloren. Nach dieser Etappe wagen wir einen kurzen Blick auf die Gesamtwertung und stellen fest, dass nur noch 28 Fahrer innerhalb von einer Minute sind und nur 26 Fahrer innerhalb von 8 Sekunden. Das ist durchaus interessant, denn das bedeutet im Normalfall, dass diese 28 Fahrer auch den Gesamtsieg oder das Podium, wahrscheinlich sogar die Top 10 von Paris-Nizza unter sich ausmachen werden. Aktuell führt natürlich Peter Sagan mit einem ersten und einem dritten Platz. Rick Zabel nach seinem Etappensieg nun Zweiter mit einer Sekunde Rückstand. Es folgt Maximilian Schachmann mit 2 Sekunden Rückstand, zeitgleich mit Mats Pedersen. Aber wenn wir uns umschauen, wo sind die ersten möglichen Gesamtsieger? Dann haben wir hier Wout Poels. Wir haben natürlich Tom Dumoulin, wir haben Adam Yates, wir haben Tadej Pogacar. Leider sind wir den nicht losgeworden. Ich denke, Tadej Pogacar wird aufgrund des Zeitfahrens und der harten Bergetappe nicht zu schlagen sein. Wir haben Hugh Carthy mit dabei, natürlich unseren Lennart Kemmerer, Mikel Landa, Romain Bardet, Julien Alaphilippe, Guillaume Martin und David Gaudu. Das würde ich sagen, sind die Favoriten. Und wenn wir uns das anschauen, haben wir mit Max Schachmann und Lennart Kemmerer wirklich gute Chancen, am Ende in den Top 5 zu landen. Wir stehen am Start der dritten Etappe und ihr seht es schon, es ist das Zeitfahren. Wir spulen hier natürlich direkt vor bis zu unserem ersten Start und das wird Maciej Bodnar sein, auch einer unserer stärksten Zeitfahrer. Aber wirklich Chancen ausrechnen auf den Sieg hier tue ich mir nicht, denn ich tue mich da ein bisschen schwer im Moment. Sie haben das System ja ein bisschen geändert, mit dem roten Balken jetzt zusätzlich und ich hab den Dreh noch nicht ganz so raus beim Zeitfahren, das muss ich sagen. Wir versuchen es jetzt einfach mal mit
82 bei Maciej Bodnar, der Zeit von 74 hat, heute plus 4, weil er eine gute Tagesform mit plus 2 hat. Und wir sehen, dass der rote Balken sich noch überhaupt nicht bewegt und der gelbe ein bisschen langsamer als dieser Balken mit der Zielflagge. Der sagt ja aus, wie weit wir noch vom Ziel entfernt sind. Also aktuell haben wir eigentlich noch genug übrig im Köcher. Wir schalten jetzt mal hoch auf 89, damit sich auch der rote Balken bewegt. Denn der sollte natürlich auch ein bisschen genutzt werden. Wenn ich mir die Konkurrenz so ansehe, sollten wir eigentlich eine neue Bestzeit hier bei der Zwischenzeit aufstellen. Und das gelingt uns auch mit 9 Sekunden Vorsprung. Wir sehen aber, dass der rote Balken zu schnell abnimmt. Deswegen schalten wir jetzt wieder ein bisschen runter. Der gelbe Balken hingegen ist noch zu groß. Der dürfte ruhig ein bisschen nachlassen. Aber ganz klarer Scharfrichter ist hier der rote Balken. Sind auch nur noch 3,8 Kilometer. Wir sollten im Ziel eigentlich eine neue Bestzeit aufstellen. Schalten jetzt auch nochmal hoch, um wirklich das Maximum aus unserem polnischen Zeitfahrer rauszuholen. Noch 1 Kilometer, da gibt er jetzt natürlich Vollgas. Nach dieser Kurve schauen wir mal, wie es ausgeht. Wir haben die neue Bestzeit mit 24 Sekunden Vorsprung. Und der nächste Mann ist auch schon auf der Strecke. Da schalten wir jetzt direkt mal auf 86. Daniel Oss mit Tagesform plus 5 ist also tatsächlich ein brauchbarer Zeitfahrer durch diese Tagesform mit einer 71. Schauen wir direkt, was bei ihm herauskommt mit 86. Bei der ersten Zwischenzeit wurden wir jetzt von Rümola unterboten. Schauen wir mal, ob das auch im Ziel so ist. Jawohl, 14 Sekunden ist Maciej Bodnar jetzt hinter Rüdi Mollard. Also weiß ich nicht so recht, aber Bodnar schätze ich eigentlich stärker ein als Mollard im Zeitfahren. Von daher haben wir da wieder nicht das Beste rausgeholt, zumal Bodnar ja auch eine gute Tagesform hatte. Schauen wir jetzt mal, was wir mit Daniel Oss erreichen. Das sollte bei der Zwischenzeit eigentlich auch irgendwo vorne reinfahren. Fünfter, das ist doch in Ordnung. 24 Sekunden zurück. Da schalten wir jetzt auch nochmal hoch. Wir probieren es jetzt einfach mal, indem wir auf 95 schalten und den roten Balken dadurch natürlich sehr schnell verlieren. Aber der gelbe Balken bleibt ja noch übrig. Und jetzt gehen wir einfach mal auf 99. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Auswirkung hat, aber der gelbe Balken ist ja noch so unglaublich groß. Da frage ich mich wirklich, ob der gelbe Balken überhaupt eine Relevanz hat oder ob wir eigentlich nur auf den roten achten sollten. Das werden wir jetzt gleich sehen. Sollte Daniel Oss weit zurückfallen im Ziel, dann wissen wir, dass das Blödsinn ist. Er ist Sechster. Also so viel schlechter ist er gar nicht gefahren. Wir werden das weiter testen, allerdings erst in 98 Fahrern, denn dann kommt Nils Polit. Pünktlich zum Start von Nils Polit sind wir zurück. Und wir sehen, dass Maciej Bodnar immer noch 16. ist. Also durchaus gut platziert, würde ich sagen. Also so schlecht haben wir das nicht gemacht, aber natürlich geht da noch mehr. Wir werden jetzt mit Polit und Konrad versuchen, weiter herauszufinden, wie das Ganze funktioniert. Bei Polit haben wir jetzt 89 eingestellt. Mit plus 4 Tagesform hat er einen Zeitfahrwert von 79. Damit sollten wir eigentlich um den Sieg mitfahren können. Und wir verlieren jetzt allerdings schon sehr viel von diesem roten Balken. Schalten deshalb jetzt mal zurück auf 82 in der Hoffnung, dass der rote Balken sich wieder etwas füllt. Das tut er auch. Bei Patrick Konrad haben wir 88 eingestellt. Da leert sich der rote Balken etwas langsamer. Da würde ich jetzt aber trotzdem mal auf 86 zurückschalten. Bei Polit hoffe ich, dass wir gegen Ende nochmal an Tempo zulegen können. Bei der Zwischenzeit jedenfalls ist er auf Platz 4 mit 3 Sekunden Rückstand. Kann sich also sehen lassen. Sind es noch 3 Kilometer? Da würde ich jetzt mal wieder ein bisschen hochschalten. Bei Patrick Konrad gehen wir jetzt mal wieder volle 99. Er ist in der Zwischenzeit 16. Schauen dann mal, wie es im Ziel aussieht. Bei Polit ist der rote Balken jetzt auch leer. Wir schalten auch auf 99. Und im Ziel ist Polit dann Sechster. Also wirklich viel verlieren wir nicht mehr, wenn wir den roten Balken nicht mehr haben. Aber ganz so viel Sinn, glaube ich, ergibt das Ganze doch nicht.
Wir werden das gleich mal richtig extrem mit Peter Sagan ausprobieren, aber bei Kemna können wir uns natürlich kein Risiko erlauben. Da fahren wir jetzt mit 86. Ich denke, das ist ein guter Wert für den guten Zeitfahrer Lennart Kemna. Da geht es jetzt natürlich um die Gesamtwertung, ebenso wie bei Schachmann, der in 12 Positionen dann drankommt. Da dürfen wir uns keine Blöße erlauben. Wir sehen hier, dass sich der rote Balken relativ gleichmäßig aus dem Staub macht und kleiner wird. Wir könnten vielleicht sogar noch einen Ticken drauflegen, aber das mache ich dann erst nach der ersten Zwischenzeit. Vielleicht gelingt es uns mit Kemna zum ersten Mal schneller zu werden und nicht noch mehr Zeit zu verlieren. Die Zwischenzeit ist absolviert. Wir schalten jetzt auf 88. Er ist 17. bei der Zwischenzeit. Das ist durchaus nicht so zufriedenstellend. Also da möchte ich mir schon noch mehr erhoffen im Ziel. Und jetzt sehen wir, wie der rote Balken sich auch schneller löst. Der könnte bis zum Ziel dann genau aufgebraucht sein. Vielleicht ist das genau das, was wir schaffen müssen. 3 Kilometer sind es noch. Der rote Balken holt jetzt langsam die Distanz zur Strecke ein. Das heißt, wir werden gleich keinen roten Balken mehr haben. Aber es ist dann auch nur noch 1 Kilometer. Wir werden ziemlich genau damit hinkommen. Noch 500 Meter wahrscheinlich. Und jetzt schalten wir hier einfach auf 99 und müssten doch eigentlich besser geworden sein. So ist es. Wir sind 19 Sekunden zurück bei der Zwischenzeit 21. Wir haben uns um 10 Positionen verbessert. Also, das scheint die richtige Strategie zu sein. Das werden wir mit Schachmann auch machen. Nur, dass wir mit ihm vielleicht sogar 87 von Anfang an einstellen. Vielleicht ist das für ihn perfekt, denn er ist ganz klar unser bester Zeitfahrer. Hat auch noch eine gute Tagesform. Also bei 87, wenn wir sind, sollte das doch funktionieren. Bei Sagan würde ich das ebenfalls versuchen, wenn er eine gute Tagesform hat. Eine plus 4. Da werden wir jetzt sogar mal die 88 probieren. Wir riskieren es einfach bis zur ersten Zwischenzeit, dann schalten wir danach vielleicht runter. Bei Schachmann vielleicht eher rauf. Das werden wir noch sehen, aber es scheint ziemlich gut zu funktionieren bei Schachmann. Damit ist es bei Sagan natürlich zu hoch. Gehen da mal noch 2 zurück. Aber wir können wirklich dankbar sein über diese unglaublich guten Tagesformen, die wir bei jedem Fahrer eigentlich bislang bei allen 3 Etappen haben. Also wenn das so weitergeht, haben wir tatsächlich eine Chance. Schachmann siebter, nur 6 Sekunden zurück. Das läuft hervorragend. Das läuft richtig gut. Der rote Balken ist ein bisschen zu schnell, aber wir werden jetzt hier nicht runterschalten. Das dürfte eine richtig gute Zeit werden. Und wir dürfen nicht vergessen, dass hier aktuell im Ziel Tom Dumoulin vor Stefan Bissegger führt. Das sind zwei der besten Zeitfahrer der Welt. Also wenn wir es da schaffen, unter die Top 10 zu kommen, hier noch ein bisschen vor Nils Polit uns platzieren, dann bin ich absolut zufrieden. Bei Schachmann ist der rote Balken jetzt leider leer. Wir gehen jetzt auf 99 hoch und hoffen, dass es ihn nicht so weit zurückwirft. Also Platz 10 für Schachmann, damit wäre ich sehr zufrieden. Und wir haben Platz 7. 10 Sekunden nur auf Tom Dumoulin verloren, auf Pogacar nur 4 Sekunden verloren. Das ist hervorragend. Bei Sagan geben wir jetzt alles auf den letzten Kilometer. Er hat noch sehr viele roten Balken gehabt. Sein gelbes Trikot wird er auf jeden Fall verlieren. Die Frage ist, an wen? Sagan wird im Ziel 20. Das ist durchaus auch eine gute Zeit. Damit haben wir 1, 2, 3, 4 Fahrer unter den Top 20. Also so schlecht haben wir das wahrscheinlich nicht gemacht. Wir stehen am Start der 4. Etappe nach dem Zeitfahren und sind natürlich ein bisschen nervös, denn diese Etappe, schauen wir sie uns mal an, sie wird mitentscheidend sein im Kampf um den Gesamtsieg. Vor allem am Ende geht es Schlag auf Schlag, also das ist kein einfaches Teilstück. Wir sehen bei der Tagesform, dass Patrick Konrad leider angeschlagen ist. Wir werden sehen, wie schwer ihm das fallen wird, hier mitzuhalten. Er wird auf jeden Fall kein Kandidat mehr sein für uns für die Gesamtwertung. Wir schauen auf Lennart Kemner und auf Maximilian Schachmann. Leider hat Lennart Kemner keine gute Tagesform, aber Maximilian Schachmann dafür umso mehr. Also, wenn ich das sehe, muss ich sagen, mit Max Schachmann können wir diese Etappe gewinnen und dann auch einen großen Schritt Richtung Gesamtsieg gehen. Denn wir blicken mal auf die Gesamtwertung. Da sehen wir schon, dass nach dem Zeitfahren ein Führungswechsel stattgefunden hat. Sagan ist jetzt nur noch Siebter, aber das macht überhaupt nichts. Tom Dumoulin führt die Gesamtwertung an mit 5 Sekunden auf Max Schachmann.
Dahinter Tadej Pogacar. Dann kommen mit Remy Cavagna und Kasper Asgreen zwei Fahrer von Quickstep, die in der Gesamtwertung keine Rolle spielen werden. Wout Poels hingegen ist ernst zu nehmen. Peter Sagan natürlich nicht. Aber Kemna, Yates, Carthy, Alaphilippe, Landa, alle ernstzunehmende Kontrahenten im Kampf um den Gesamtsieg. Unser einziges Problem mit Schachmann wird die siebte Etappe sein. Das wird vielleicht zu bergig für ihn. Aber heute können wir mit ihm bestimmt ein Wörtchen um den Sieg mitreden. Die entscheidende Phase der vierten Etappe beginnt. Wir sind 13 Kilometer vor dem Ziel und haben bislang nur Daniel Oss und Maciej Bodnar verloren. Es sind noch 42 Mann im Hauptfeld. Die Ausreißer wurden schon weit vor dem Ziel eingeholt, da das Tempo hier im Peloton einfach zu hoch für viele war. Und wir müssen jetzt schauen, dass unser Zug funktioniert. Lennart Kemner fehlt hier noch, kommt jetzt nach vorne und wir sehen hier ganz klar Sagan, Konrad, Polit, Kemner und Schachmann. Das ist jetzt unser Zug, mit dem wollen wir in den Schlussanstieg hineinfahren. Wir befinden uns nur noch wenige Kilometer vor Beginn des Schlussanstiegs. Und da wir Tagesform plus 5 mit Schachmann haben, glaube ich wirklich, haben wir eine Chance, hier die Etappe zu gewinnen. Aber dafür muss alles nach Plan laufen, das ist ganz klar. Geht's los? Sagan fängt an, uns in diesen Berg hineinzuführen. Wir sehen schon jetzt, dass unser Zug so nicht richtig aufgebaut ist. Dementsprechend werden wir ihn verändern. Denn Patrick Konrad ist trotz seiner Verletzung stärker als Lennart Kemner. Das können wir hier ganz deutlich sehen. Und deshalb werden wir umbauen. Sogar Polit scheint stärker zu sein als Kemner hier am Berg, was uns natürlich völlig überrascht und eigentlich auch nicht sein sollte, denn Kemner wäre unser zweiter Mann nach Schachmann gewesen und das sieht jetzt ganz anders aus. Sagan hat seinen Dienst getan, auch wenn er Gesamtsiebter ist, lassen wir ihn jetzt erholen und zurückfallen, denn er soll vielleicht noch eine Etappe für uns gewinnen. Hier müssen wir jetzt aufpassen, dass wir nicht uns die Butter vom Brot nehmen lassen. Denn einige Teams machen ordentlich Dampf, zum Beispiel Bahrain Victorious. Das Feld wird immer kleiner, noch 22 Fahrer und Lennart Kemner ist gleich fertig. Also das kommt überraschend, dass Lennart Kemner uns nur 4 Kilometer vor das Ziel bringen kann und dann nicht mehr mitfahren kann. Deshalb muss jetzt Nils Polit übernehmen. Er hat Tagesform plus 5. Ist dadurch stark genug. Wir blicken hier auf Kemner. Er lässt jetzt reißen und wir sorgen jetzt kurz für eine Pause, denn wir möchten einen Überblick haben. Der gesamtführende Tom Dumoulin hat Mühe zu folgen. Ebenso wie Kemner und wie die halbe Mannschaft von EF. Guerrero ist nicht dabei, Carthy ist nicht dabei, Karl ist nicht dabei. Es dünnt sich ordentlich aus. Überraschend ist Kasper Asgreen noch mit dabei. Also den hätte ich hier vorne ganz bestimmt nicht erwartet. Auch Mohoric und Demarchi sind noch mit dabei. Wir werden sehen, ob wir die noch loswerden. Denn gleich wird Konrad übernehmen, ehe Maximilian Schachmann selbst in die Offensive gehen wird. Denn Nils Polit ist jetzt fertig. Es muss jetzt Konrad übernehmen, der trotz seiner Verletzung stark zu sein scheint. Er ist gut. Er ist der letzte Mann, der bei Maximilian Schachmann bleiben kann. Das hätten wir vor dieser Etappe aber mit Sicherheit nicht gedacht. Wir blicken jetzt auf die Gruppe. Konrad führt jetzt die Gruppe auf die letzten Kilometer. Schachmann verpflegt sich noch ein letztes Mal. Es reißt schon wieder. Es sind nur noch zwei Leute bei meinem Konrad und bei meinem Schachmann. Es sind nur Bardet, Mohoric und Poels. Das heißt also, Wout Poels hat noch einen Teamkollegen mit dabei. Aber noch gehen sie nicht in die Offensive. Noch leisten wir die meiste Arbeit. Wir drehen jetzt nochmal richtig auf, denn wir wollen auch die letzten Mann an unserem Hinterrad loswerden. Konrad verausgabt sich komplett bis 1,3 Kilometer vor dem Ziel. Und jetzt kommt Maximilian Schachmann, der noch richtig viel Power hat. Wir schauen, was er noch leisten kann. Er geht jetzt in die Offensive. Er muss gar nicht angreifen, denn es ist niemand mehr an seinem Hinterrad. Er fährt jetzt die letzten Meter im Vollsprint nach oben. Die letzten 500 Meter. Der Sieg kann nur an ihm gehen. Maximilian Schachmann gewinnt diese Etappe im grünen Trikot und wird der neue Gesamtführende sein. Jetzt kommt erst Wout Poels und jetzt kommt Tom Dumoulin, der sich noch ein bisschen erholt hat und sogar noch Etappendritter wird. Aber er verliert fast eine Minute auf Maxi Schachmann und damit auch deutlich die Gesamtführung. Patrick Konrad wird starker Sechster. Wer hätte das gedacht, obwohl er sich nicht so fit fühlt.
Als nächstes dürfte eigentlich Kemna oder Polit kommen. Da schauen wir doch mal nach hinten. Sie kommen sogar gemeinsam ins Ziel. Da schauen wir auch noch, dass wir die nötige Zeit gut machen auf den letzten Metern. Aber sie sind in guter Gesellschaft. Man schaue sich mal an, mit welchen Fahrern sie hier nach oben fahren. Nils Polit zieht ja noch vorbei an einigen Fahrern. Sogar noch an Rowan Dennis. Wird am Ende wohl 14. Ganz starke Leistung von Nils Polit. Und Lennart Kemna, etwas enttäuschend für mich, wird am Ende 18. Spielt damit im Kampf um das Podium keine Rolle mehr. Wir können uns jetzt voll und ganz auf Maximilian Schachmann konzentrieren. Das war's in dieser Ausgabe. Mit der 5. Etappe geht es weiter bei unserer nächsten Folge. Und ich hoffe, dass wir dann das Podium oder vielleicht sogar den Gesamtsieg mit Maximilian Schachmann eintüten können. Zum Abschluss dieser Folge möchte ich euch natürlich noch detailliert das Tagesergebnis zeigen. 34 Sekunden vor Wout Poels gewinnen wir diese Etappe und 57 Sekunden vor Dumoulin und Landa. Ganz, ganz wichtig. Wo ist eigentlich der Toursieger? Tadej Pogacar verliert 2 Minuten und 37 Sekunden. In der Gesamtwertung sieht es jetzt wie folgt aus. Wir führen mit 53 Sekunden vor Wout Poels und mit 57 Sekunden vor Tom Dumoulin. Danach werden die Abstände größer und größer. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir mit Max Schachmann gute Chancen auf die Top 5 haben. Wir müssen nur die 7. Etappe überstehen. Vielleicht können wir sogar das gelbe Trikot behalten. Das sehen wir bei der nächsten Ausgabe.